Hallo und herzlich willkommen zum Osterferienprogramm für Kinder von Barbara Rath, Autorin. Nummer 8, Thema Eier. Wie färbt man ganz einfach Eier gelb? Eier färben? Macht Spaß. Du hast vergessen, Farben zu besorgen. Nicht schlimm. Um wundervoll satt gelb gefärbte Eier herzustellen, brauchst du nur Zwiebelschalen. Allerdings sollten die Eier, die du färbst, weiß sein. Sonst kommt die neue Tönung nicht so gut zur Geltung. Du musst jetzt auch nicht beginnen, massenhaft Zwiebeln zu schälen. Streife einfach ein paar trockene Schalen von einigen Zwiebeln ab. Je mehr, desto besser. Je mehr Schalen du hinterher zur Verfügung hast, umso gelber werden die Eier gefärbt. Lass dir beim Kochen der Eier von deinen Eltern helfen. Ei an der stumpfen Seite anpieksen. Mit einem Löffel vorsichtig in kochendes Wasser geben. Etwa 9 Minuten sprudelnd kochen lassen. Abschrecken, also mit kaltem Wasser abkühlen. Die Zwiebelschalen kochst du einfach mit. Das Ergebnis? Ganz natürlich und ohne großen Aufwand schön gelb gefärbte Ostereier. Nein, die so gefärbten Eier schmecken übrigens nicht nach Zwiebeln. Du kannst die Eier natürlich noch weiter verzieren und bemalen. Versuch es einmal mit Wachsmalstiften. Buntstifte funktionieren auch. Wichtig ist, dass die Stifte für Kinder geeignet sind, dann enthalten sie keine giftigen Stoffe. Du willst die Eier ja selbst essen oder verschenken. Und dann guten Appetit mit den schönen Ostereiern, wenn es soweit ist. Vielleicht spielst du ja vor dem Essen mit jemand anderem am Tisch Eiertitschen. Zwei Spieler schlagen behutsam ihre Eier Spitze an Spitze aneinander. Wessen Ei nicht zerbricht, hat gewonnen.